Hallo und herzlich willkommen wieder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Karl-Auer-Studio beim 4. Kongress Reden reicht nicht, Tag 3 in Würzburg. Und jetzt ist zu Gast im Karl-Auer-Studio Gabriela von Witzleben. Ich freue mich sehr, dass du da bist und bin auch ein bisschen stolz, ehrlich gesagt. Ich freue mich auch sehr, weil ich bei jeder Reden reicht nicht Tagung dran denke, wie unsere erste Begegnung war. Und die war sehr phänomenal und atmosphärisch. Die war phänomenal und atmosphärisch. Du darfst auch mir verraten, aber du übernimmst die Verantwortung, was du von unseren Begegnungen verrätst. Ja. Ich habe sie immer auch sehr, sehr genossen. Um es klar zu sagen. Damit sind wir eigentlich mitten beim Thema, weil es geht um bei dir unter anderem, ich mein, was alles du machst und was du alles bewirkst und so, da könnte man ja ewig drüber reden. Ich will wirklich direkt reingehen, triadisches Prinzip, Bauch, Herz, Kopf. Es gibt zwei Bücher jetzt bei uns im Verlag von dir, das eine als Fachbuch, das triadische Prinzip, und Bauch, Herz und Kopf als, wie wir das nennen, Fachbuch für jeden, mit diesem schönen Doppelpunkt, ja. Dankenswerterweise gibt es jetzt diese beiden Editionen. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht so genau nachvollziehen können, triadisches Prinzip, was versteckt sich dahinter? Was ist da sozusagen an methodischen Einflüssen und so? Was bündelt das? Und dann natürlich auch die drei Grundbedürfnisse und drei, naja, Positionen, die du da drin hast, Bauch, Herz, Kopf. Ja. Ab jetzt. Ab jetzt erkläre ich das kurz und knackig. Bauch, Herz, Kopf hat jeder, weil wir Körper sind. Und dass der Bauch spricht und das Herz und der Kopf, das ist eigentlich auch banal und das weiß auch jeder. Und dann ist es aber oft so in uns, dass es auch zur Kakophonie werden kann, dass sie nämlich alle durcheinander reden oder wir auch gar nicht gut zuschreiben können, wer sagt eigentlich was und aus welchem Interesse heraus. Und warum ist es ein Prinzip? Weil Bauch, Herz, Kopf ist banal, ist in der Sprache allgegenwärtig. Ja. Und da könnte man sagen, es gibt verschiedene Methodentöne, die wie zu einer ganz eigenen Melodie geführt haben. Also was da repräsentiert ist, das, was die meisten unter Ego-State-Therapie kennen, inneres Team, Schulz von Thun. Voice Dialog möchte ich nicht vergessen, Helen Cedra Stone, die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten, die eben auch über Verraumung arbeiten, also innere Anteile tatsächlich räumlich personalisieren. Schulz von Thun, das ist all das, arbeitet ja damit, dass wir mehr sind. Also wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und Gunther Schmidt nennt es das Seitenmodell. Aber jeder hat schon mal gesagt, mein Bauch hat mir gesagt, mein Herz oder mein Kopf. Das heißt, diese Personalisierung, da holen wir die Menschen sehr niederschwellig ab, weil wir nicht sagen, oh, sie haben verschiedene Anteile in ihnen und wer ist das wohl, sondern wir fragen konkret, was sagt denn der Bauch, was sagt das Herz, was sagt der Kopf? Und das Zweite, was reinfließt, sind Aufstellungsformate. Maßgeblich bin ich beeinflusst von Matthias Wager von Kiebet, weil er einfach, was Dramaturgie und vor allem, was Verringerung des Dramas betrifft, ein großer Meister ist. Also nicht so viel Eventpsychologie in den Aufstellungen. Und der Franz Ruppert. Stark gesagt. Ja, mit den Traumaaufstellungen, das sind die, die mich beeinflusst haben. Auch einige meiner Interventionen, wenn man eben Süst-Institut kennt und wie die das machen, dann wird man einiges da wiederfinden in meinem Format. Also es ist ein Aufstellungsformat, es arbeitet mit Bogenankern und Verraumung. Du hast vorhin von der Kakophonie gesprochen, dass die durcheinander reden. Also ist, kann man so sagen, unter anderem ist es auch ein Prinzip, zu helfen, über diese Aufstellungen, über die szenische Inszenierung, das ein bisschen für sich zu sortieren und sich kennenzulernen dabei? Ja, das ist interessant, dass du szenische Inszenierung sagst. Das würde ja eine Metapher fast voraussetzen. Wir sind ja Bauch, wir sind Herz und wir sind Kopf. Und es sind tatsächlich signifikant unterschiedliche Körperzustände, indem wir die Position wechseln. Okay. Und da möchte ich gern auch noch mal auf unsere Seite schauen. Wir sind ja immer so wie das Kaninchen vor der Schlange. Was braucht der Klient, die Klientin? Ne? Wie intervenieren wir, dass bei denen was passiert? Aber wer ist denn das Instrument? Wir sind das Instrument. Kann ich stimmlich den Bauch, das Herz, den Kopf auch sauber intonieren? Also
was mache ich, wenn ich mit der Schulter vorgehe, zurück? Wie biete ich diese Kernbedürfnisse an? Wie verkörpere ich die? Du spürst gerade direkt, wenn ich mit dir spreche, oder ja, geht was los? Hm. Dass viele mich fragen, wie machst du das? Und dann sage ich, das ist wirklich auch ein Tanz. Und da, wenn wir auch später drauf kommen, was braucht die Welt, ist eine viel höhere Professionalisierung der Berater, der Coaches, der Psychotherapeuten, ihren Körper zu nutzen und nicht nur am Körper des Gegenübers intervenieren zu wollen. Mhm. Weil viele, die sagen, ja, mein Gegenüber spürt nichts, sage ich ja, was ist denn mit deinem Körper? Kannst du modulieren? Also das, was Porges auch beschreibt, ne, mit dieser Stimmvarianz. Also wenn jemand so eine gepresste Stimme kriegt und sagt, ich freue mich sehr, hier zu sein, da merkt man schon, oh, die hat jetzt Stress. Ne? Da würdest du jetzt ein bisschen, dann fährst du ein bisschen Beziehung schon hoch, weil du mich entstressen möchtest, ne, wenn ich hier bin. Also der Körper reagiert automatisch. Und da Bewusstsein zu entwickeln, da hilft ein Ordnungsprinzip. Und ich nenne es eben auch Grammatik. Das finde ich sehr dankenswert, dass du es auch Grammatik nennst. Was ja übrigens, wenn man mit Matthias Wager von Gebet spricht, wie du es vorhin gesagt hast, auch keine Metapher ist, sondern man kann den Begriff genau auf solche Strukturelemente verwenden. Also du hast gesagt Ordnungsprinzip. Es ist ein Ordnungsprinzip und es ist wirklich ein autopoetischer Vorgang. Wenn ich sage, lassen Sie den Körper leistungsorientiert mal in Ruhe, wenn Sie mal leistungsorientiert rumstehen können, keine Augen zu, keine gesteuerte Achtsamkeit. Der Körper weiß 24 Stunden am Tag ein Leben lang, was er tut. Und jetzt kommen wir und machen mit dem Atemübungen. Und halt so ein bisschen ist auch top-down, weil wir nicht die Rohdaten holen. Und die Rohdaten heißt, wir zensieren nicht, was der Körper zur Verfügung stellt. Und wenn der Körper Kunde ist, dann freuen wir uns, wenn der Klient von sich selber überrascht wird. Und das ist mein Ziel und Unterschiedsbildung. Das heißt, wir sind im Wording sehr präzise. Wir sagen immer, geh mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung in den Bauch und wie ist es im Körper? Nicht, was fühlst du? Und geh mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung ins Herz und wie ist es im Körper? Und Achtung, die Hypnotherapeuten, geh mit der Aufmerksamkeit, Wahrnehmung in den Kopf und wie ist es im Körper? Die müssen oft richtig trainieren, weil die mit der Stimme immer wieder nach unten gehen. Also diese Klänge zu induzieren, wir haben das ja gestern großartig mit einem Tenor gemacht, haben viele jetzt schon berichtet, was das im Körper alles auslöst. Wenn wir saubern ansteuern, weil wir dann natürlich eine Harmonielehre für die Psyche auch haben und den Körper. Also das macht die Gespräche mit dir so angenehm, da sind so viele sprachliche Ideen drin, das einzukreisen, um was es sich dabei handelt, immer wieder neue Ideen. Hört sich natürlich für mich, du sprichst von Gebet, von Grammatik, von Autopoiese, also da ist ganz viel auch Systemisches und Systemtheoretisches, wie ich behaupten würde zu sagen, drin, mit dem du dich da beschäftigt hast und was du nützlich machst, um dieses Konzept oder diese Vorgehensweise immer wieder neu zu beschreiben. Ich muss trotzdem mal fragen, das fand ich, glaube ich, für viele auch wichtig nochmal, Bauch, Herz, Kopf. Und trotzdem bottom-up. Das heißt, in dem Moment, wo ihr oder du vom Kopf sprichst, ja, und die Aufmerksamkeit auf diesen Teil oder diese Ressource lenkst, Körper. Wie ist es im Körper? Weil das sind spezifische Erlebnisräume, könnte man es nennen, die für den ganzen Körper zuständig sind. Da kann trotzdem der Fuß anfangen, weh zu tun. Also es ist eine Einladung, die eine Sortierung hat, ein Ordnungsprinzip, den Körper, sich, dass er sich ausdrücken kann. Und es ist eine Möglichkeit, dass natürlich auch die Stimmen in uns zu Wort kommen, die nicht die eloquentesten sind oder die auch keine Lobby haben. Weil wir wissen ja auch, dass, wenn wir jetzt zu den Kernbedürfnissen kommen, wie ich es nenne, dass es auch raffinierte Marketingabteilungen sind. Nimm mich, nimm mich. Mach einfach aus dem Bauch raus, voll easy, let it go, geh mit dem Flow. Das sind alles so Claims, ne, die dafür werben, das doch zu verwenden. Oder, ach, ich hoffe, meine Intuition oder meine innere Stimme sagt mir, ich folge der Stimme des Herzens, auch schön.
Aber ich würde immer sagen, auch schön. Der Kopf ist ja schon bekannter, aber da gibt es ja auch immer wieder so Anforderungen, schalten ein, schalten aus, einen kühlen Kopf bewahren. Und wie geht das eigentlich? Das heißt, das ist, würde ich sagen, eigentlich das triadische Prinzip ist eine fortwährende Dekonstruktion immer wieder, weil ja jedes Zentrum auch seine Glaubenssätze hat, seine Überzeugungen, weil es ein fundamentaler Wert ist. Und die getrennt voneinander zu hören, zu erleben, auch mit ihren signifikanten Körpermarkern, somatischen Markern, das macht es ja so interessant. Und manchmal hören die sich untereinander nicht, so wie im echten Leben. Ich habe vorhin etwas unvorsichtigerweise von Inszenierung gesprochen. Gemeint habe ich eigentlich, dass es einfach Methodenmöglichkeiten gibt, dieses Ordnungsprinzip erlebbar zu machen, über diese Aufstellungsformate, über Bodenanker. Ja. Da gibt es bestimmte Strukturprinzipien, das kann man alles nachlesen bei dir und auch erfahren, wie man sich da bewegen kann, um diesen Erfahrungsraum zu öffnen. Ja, also ganz genau, wir gehen immer im Uhrzeigersinn, wir lassen die Augen offen und mein Hauptaugenmerk ist die Unterschiedsbildung. Das heißt, wir hören ja immer wieder, ach, und da werde ich jünger oder da werde ich ganz verzagt. Auch was Michael Bohne macht, das ist bei ihm die Nummer 4, der Big Five der Lösungsblockaden, dieses Schrumpfen, wie er es nennt. Und wir machen das über Unterschiedsbildung in den jüngeren Anteil und wieder raus. Was auch ein Paradigmenwechsel wäre für die Arbeit mit inneren Anteilen, wenn traumatisierte Anteile aufzutauchen, da gar nicht so lange zu bleiben, sondern die anderen mit ins Boot zu holen. Hat denn der Kopf mitbekommen, was hier los war? Ja. Wie hat der Bauch das erlebt? Das ist also ein fortwährender, embodimentaler, systemischer Perspektivwechsel, der stattfindet. Du hast jetzt gerade mir ein Stichwort gegeben, wo ich switchen will auf eine Veranstaltung, die es diesen Sommer gegeben hat, nämlich mit dir unter anderem als Veranstalterin. Und mit dir? Ja. Kann man beim nicht so Auditorium wichtig. Kaufen. Ja. Das ist Weltklasse. Trauma als wertvoller Lösungsversuch, muss ich jetzt hier mal sagen. Ja, klar. Ebony and Ivory nenne ich es übrigens. Unter uns. Der Kongress hieß Trauma Crossover. Ja. Und da ging es ja auch darum, sozusagen Leute einzuladen und neue Perspektiven einzuladen. Keine Blasenbildung. Wie habt ihr das gemacht? Die Silvia Zanotta war unter anderem auch dabei im Board. Und ich habe vorhin mit der Silvia gerade gesprochen, da war auch interessant, wie viele neue Perspektiven, auch Personen kamen und wie viele Frauen es waren. War das irgendwie auch so ein bisschen ein Ziel oder ist das für dich eher nicht so relevant? Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, das interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Okay. Ich war ganz überrascht, ich bin ja so eine Quereinsteigerin, ja, bin ja irgendwie vor ein paar Jahren mal hierher geraten und war dann überrascht, ach, wie viele Männer und auch sehr bekannte Männer doch immer wieder da hocket, wo die immer hocket, sagen wir im Schwäbischen. Ne? Und dass viele Frauen sich da irgendwie ein bisschen da undercover fühlen. Und da war ich so ein bisschen wie des Kaisers neue Kleider und dachte, oh, das ist ja interessant. Und wir haben uns eben anlässlich eines Kongresses mal zufällig bei einem Gläschen Wein getroffen, noch mit der Susanne Leutner und der Elfi Kronauer. Genau. Und das war schon immer eine Vision von mir. Ich wollte einen Kongress organisieren zum Thema Trauma und ich wollte vor allem Leute aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen haben, damit wir nicht immer diese Schwere kriegen und Komplextraumatisierung und Traumatyp 2 und wo ich immer das Gefühl hatte, so als Quereinsteigerin, es bleibt nicht bei der KISS-Regel, weil es ist ja Trauma. Na, nicht keep it short and simple, sondern uiuiui. Und da hatte ich das Gefühl, da haben wir sehr viel erfrischende Sachen erlebt. Ich habe auch das Format gewechselt, nur 2 Stunden, 1,5 Stunden, also die Dramaturgie verändert, Hauptvorträge auf 35 Minuten gekürzt, weil wir es lebendig halten wollen. Und es war natürlich auch ein triadischer Gedanke. Mein Leitmotiv war für alle Teilnehmer kostenlos Wasser und Äpfel, weil ich das für ein basales Grundbedürfnis halte. Also wir wollten Raum anbieten, wir wollten ein Miteinander gestalten, also so, dass Menschen sich auch aufeinander beziehen und Überblick und Orientierung anbieten, dass alles so stattfindet, wie es im Programm steht, auf die Minute. Dafür würden wir übrigens sehr gelobt, was ich fast erschreckend finde. Habe ich erfahren, ja.
Naja, wenn man mit solchen Ordnungsprinzipien arbeitet, muss man sich über den Erfolg nicht wundern. Ja, also wir haben wirklich viele Rückmeldungen von bester Kongress in 30 Jahren Berufsleben und so weiter. Und die Leute fühlen sich übrigens dann auch wertgeschätzt, dass wir uns über sie Gedanken gemacht haben, dass sie was zu trinken kriegen und sich dafür nirgends anstellen müssen. Und das fand ich schon, hat mich auch berührt, sowas zu erleben, dass man doch auch mit kleinen Ja, Hebeln dann eine große Wirkung erzielen kann. Das war unser Kongress. Ich habe es gehört. die Wirkung wird ja wohl hoffentlich noch weitergehen und das ist ja eigentlich, dieser Kongress ist ja auch eine Art von Intervention. Jeder Kongress ist eine Art von Interventionsangebot in so einem Feld. Was würdest du dir wünschen, ausgehend jetzt mal von dem Kongress, den Blick auf die gesamte Entwicklung von beraterischer Begleitung, therapeutischer Begleitung, das vorhin schon ein paar Sachen angesprochen, als Wirkungspotenzial, in welche Richtung sollte sich noch weiterentwickeln, auch was zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf sich selbst und sein Wirkpotenzial, wie du es vorhin angesprochen hast, in der Beziehungsgestaltung angeht. Und gleich mit eingepackt in die Frage, wovor, wenn ich dieses scharfe Verb benutzen darf, würdest du gern warnen, zu sagen, in die Richtung bitte nicht. Ja. Also wenn ich nochmal kurz die Kernbedürfnisse aufgreife, die ich ja jetzt nicht erläutert habe, Raum, Autonomie, Beziehung, Kontakt, Überblick, Orientierung. Wir sind ja in eine super gute Richtung gegangen mit Embodiment. Und trotzdem höre ich noch so häufig, ja, wie kann man den Körper schon früh einbeziehen? Nochmal zum Anfang zurück, wir sind Körper. Da gibt es nichts einzubeziehen, der ist schon da. Ja, oder so. Also, dass das nicht zur Metapher geriert und das ist auch nicht, was ich jetzt sehe, es wird schon wieder ganz schön kompliziert. Na, da gibt es verschiedene Stufen von da und dann gibt es wieder das. Also dieses Körperlesen, Mikrobewegungen lesen. Und wirklich zu dekonstruieren, nicht zu fragen, was bedeutet es. Und das fehlt in der Beratung noch immer weitgehend. Weil man so beschäftigt ist, und man darf nicht vergessen, meine Generation, die sind überfrachtet mit Inhalten. Das heißt, viele Kanäle sind fast wie ein bisschen taub, blind, da haben wir auch schon was von gehört, dass das eben fehlt. Und wieso könnte man fast sagen, eine Unbeholfenheit entstanden ist, einer natürlichen Reaktion. Ich stelle fest in den Fortbildungen, dass Leute, die wenig bisher an Bord haben, eine viel steilere Performance haben, als die, die natürlich teilweise auch wie verschult sind über zu viel therapeutisches, beraterisches Wissen. Und da habe ich Sorge, dass es mit dem Embodiment auch ein bisschen hingeht im Moment. Dass es so expertisenmäßig wird. Genau, expertenmäßig. Und davor sollte man sich etwas fürchten, wenn Leute mit einem Manual denken, der lächelt jetzt, womit könnte das wohl zu tun haben? Aber das heißt ja auch, dass es sozusagen, es gibt einerseits in der Richtung der Weiterbildung, das will ich jetzt ganz kurz noch thematisieren, in der Weiterbildung eine Art von Professionalisierung und komplizierter machen. Und auf der anderen Seite ist es doch, was du sagst, aus meiner Sicht ja auch eine Art von Appell an die Aus- und Weiterbildung, worauf es zu achten gilt. Ja? Und da braucht man eben eine Grammatik und ein Ordnungsprinzip, sonst wird es auch zu dschungelhaft. Und da sind diese Kernbedürfnisse, was ich auch immer wieder in Teamentwicklung erlebe, Bauch, Herz, Kopf hat sich bisher noch jeder merken können. Und das kann man auch noch mit 1,1 Promille aussprechen. Das ist immer ein ganz guter Indikator dafür, dass die Menschen das auch als anschlussfähig erleben. Und das, glaube ich, das rauf und runter skalieren zu können, das kann das triadische Prinzip. Wir können sehr basal arbeiten und man kann natürlich, auch die, wie in der Musik auch, ne? Wir können drei Töne spielen, aber wir können auch mit ein paar Vorzeichen spielen. Und wir haben aber ein Parkett und wir müssen nicht nur mit Aufstellungsformaten arbeiten. Triadische Gesprächsführung ist auch eine Kunst. Triadische Sortierung, Strukturierung und so weiter. Also wir benutzen das in sehr unterschiedlichsten Kontexten von Mediation, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung. Also immer Dreieck in Dreiecken. Zierpinski-Dreieck, Fraktalität ist auch ein großer Begriff bei uns. Triadische Systemik. Systemik hast du mir erlaubt, da mal Nomen zu nehmen, ne? Ja. Ja.
Wer bin ich, dass ich das erlauben kann? Ja. Nein, weil du gestern so von Werbenbildern sprachst. Klar, ja. Das ist uns ein großes Anliegen da. Mhm. Und da möchte ich noch mal sagen, was mich hier am meisten inspiriert hat, bisher war, was du gestern über Formen gesagt hast, dass die Form die Kreativität freisetzt. Mhm. Und die Form der Triade setzt unglaublich viel Kreativität frei, mhm, weil ich mich in diesem bewegen muss, dass ich immer weitergehe und dabei niemand vergesse. Ich weiß ja nicht, ob ich dir das heimlich doch geklaut habe. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber auf jeden Fall gibt es eine Verwandtschaft. Ja, ja. Gabriela, ich bin wieder extrem inspiriert, auch dieses Switchen zwischen diesem anschlussfähigen Reden, Bauch, Herz, Kopf und dann diesen kurzen Einblicken in so viel konzeptionelle Hintergründe, die bei dir da eine Rolle spielen in der Arbeit. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das hat er jetzt vergessen, wieder zu fragen? Da vergisst jedes Mal was. Gibt's naja, da wir uns da auch ähnlich sind und ich wahrscheinlich auch was vergessen habe, fällt mir da jetzt nichts groß auf. Das besprechen wir heute Abend bei der Party weiter. Ja, genau. Aufgenommen. Ja, ich super. Danke dir, dass du im Karl-Auer-Studio warst und hier beim Kongress bist. Und ich freue mich auf viele Jahre weiteren guten Zusammenarbeit. Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank. A bientôt. Danke auch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei seid wieder beim Gespräch. Hier seht ihr die Playlist unserer Gespräche beim 4. Kongress Reden reicht nicht. Hier sind interessante Videos von unserem YouTube-Kanal. Und hier kann man all das abonnieren.